Hallo, mein Name ist Nicole Mutschke. Ich bin Rechtsanwältin und Inhaberin der Mutschke Rechtsanwaltsgesellschaft. In unserem heutigen Rechtstipp geht es darum, ob eigentlich die Kündigung eines Arbeitnehmers auch während dessen Urlaub möglich ist. Urlaubszeit soll ja eigentlich die schönste Zeit im Jahr sein. Doch leider enden die Probleme in einem Arbeitsverhältnis natürlich nicht automatisch mit der Urlaubszeit. Sowohl viele Arbeitgeber wie auch Arbeitnehmer denken natürlich auch während des Urlaubs immer mal wieder über das bestehende Arbeitsverhältnis nach. Und natürlich ist es dabei auch absolut normal, dass beide Seiten vielleicht manchmal zu dem Schluss kommen, dass es besser wäre, das Arbeitsverhältnis zu beenden. Immer wieder erreicht uns daher dann die Frage, ob Arbeitgeber eigentlich auch während des Urlaubs eines Arbeitnehmers eine Kündigung wirksam aussprechen können. Und ausnahmsweise ist die Antwort hier mal ziemlich einfach. Ja, denn während Krankheit und Urlaub, nicht während Schwangerschaft, aber Krankheit und Urlaub, ist eine Kündigung problemlos möglich. Auch während des Urlaubs eines Arbeitnehmers ist es möglich, eine Kündigung wirksam auszusprechen. Arbeitgeber und Arbeitnehmer können gleichermaßen während eines Urlaubs kündigen und eben auch gekündigt werden. Einzige Diskussion in diesem Zusammenhang ist, wann dann eigentlich genau die Kündigung zugeht. Wichtig ist die Frage gleich in zweierlei Hinsicht. Zum einen muss man sich natürlich als Arbeitgeber überlegen, wann geht die Kündigung zu und wann wird die dann wirksam, also den Kündigungszeitpunkt und die Kündigungsfrist. Auf der anderen Seite muss sich der Arbeitnehmer fragen, wie viel Zeit er möglicherweise dennoch hat, gegen die Kündigung vorzugehen, wenn ihm diese eben gerade während seines Urlaubs zugeht und er gar nicht zu Hause ist. Dieses Problem ist natürlich nicht neu, Gott sei Dank, denn es gibt dazu dann schon einige gerichtliche Entscheidungen. Und deshalb ist es relativ klar, juristisch heißt es, eine Kündigung gilt als zugegangen, wenn sie so in den Bereich des Empfängers gelangt, dass dieser unter normalen Umständen die Möglichkeit hat, von dem Inhalt der Erklärung Kenntnis zu nehmen. Das heißt, es geht nur um die Möglichkeit der Kenntnisnahme. Also eine tatsächliche Kenntnisnahme ist eben gerade nicht erforderlich. Wenn also euer Arbeitnehmer 4 Wochen auf Hawaii ist, dann könnt ihr ihm trotzdem wirksam eine Kündigung zustellen. Wenn der Arbeitnehmer aber keine Ahnung hat, dass so eine Kündigung kommt, dann kann er nach seiner Rückkehr doch noch Kündigungsschutzklage erheben, obwohl die Frist dafür eigentlich 3 Wochen sind und er ja 4 Wochen im Urlaub war. Also die Frist sozusagen schon, wenn ihr direkt am Anfang gekündigt habt, 1 Woche vorbei ist. Aber er hat die Frist ja quasi unverschuldet versäumt. Wir hoffen, dass wir mit unserem Rechtstipp die rechtliche Situation für euch nachvollziehbar gemacht haben. Und wenn ihr noch Fragen habt oder Anregungen zu diesem Rechtstipp oder vielleicht auch Ideen für einen neuen, dann schreibt mir einfach gerne in die Kommentare oder eine E-Mail an info@kanzlei-mutschke.de. Wir sehen uns beim nächsten Rechtstipp.